Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zurück bei Final Fantasy X2 HD. Und wir sind da oben jetzt. Ach nee, da ist jetzt wieder weg. Hä? Ah, nein, jetzt können wir starten. Ich wollte gerade sagen, hey, wo ist denn Donner hin? Donner war futsch, aber nein, jetzt können wir anfangen. Versuchen durchzuschleichen. Ja, klar. Wir müssen nämlich durch das Tor durch. Und das schafft man nur, indem Donner die Wache ablenkt. Es gilt, unbemerkt durch das Tor zu kommen, während Donner eine der Wachen ablenkt. Sobald das Tor offen ist, kann es losgehen. Die Steuerung. R1, Sichtwechsel, X durchschleichen, R1 drücken, um die Sicht zu wechseln, X drücken, um durch das Tor zu laufen. Ja, das hätten wir auch nach den ersten gewusst. Alle, okay, lesen wir trotzdem. Hinweis, wenn ein Angehöriger der jungen Liga vorbeikommt, wird das Tor geöffnet. Aha. Die Wache, die von Donner abgelenkt wird, schaut ab und zu Richtung des Tores. Es ist also gefährlich, in der Zeit durch das Tor zu laufen. Okay. Erstmal üben? Na, ernsthaft versuchen, was ist denn los? Es gibt nur eine Chance. Die sollte gut genutzt werden. Okay. Wir schauen. Wir machen mal einen Sichtwechsel. Okay, jetzt guckt er. Da ist das. Warte, wir müssen schauen. Tor ist zu. Der guckt wieder zu Donner. Okay, das lassen wir mal laufen. Jetzt guckt er wieder zum Tor. Jetzt kommt einer der jungen Liga. Der noch gucken. Okay, er macht das einen auf den. Er guckt weg. Nein, jetzt guckt er von Typ wieder hin. Okay, der guckt jetzt hin, der guckt jetzt hin, der guckt jetzt hin, der guckt jetzt hin. Guckt er weg? Das Tor ist noch... Ah, jetzt das Tor wieder zu. Nee, das haben wir nicht geschafft. Okay, okay. Wir dürfen niemanden durchlassen. Bitte hab Verständnis. Alles klar. Dann müssen wir warten. Das hätten wir nicht geschafft. Das hätten wir nicht geschafft, glaube ich. So, der meckert mit Donner. Oder Donner meckert und er versucht sie zu beschlichtigen. Okay, jetzt guckt er weg. Ah, der ist nicht von der jungen Liga. Okay, der ist also auch schon mal Pustekuchen. So. Jetzt guckt er wieder zu Donner, jetzt guckt er zum Tor, ne? Der guckt jetzt zum Tor. Jetzt kommt einer von Jungli. Das könnte unsere Chance sein. Wenn der jetzt gleich mal wegguckt, der Typ. Jetzt guckt er weg. Okay, okay, okay. Ist das unsere Chance? Ist das unsere Chance? Durchlaufen. Ja, perfekt, Freunde. Beim ersten Versuch. Was macht ihr da? Hey! Ja, würde ich auch sagen. Einfach mal bloß weg. Lauft auf den Bäumen. Hä? Das checke ich jetzt nicht so, aber okay. Alter, hier ist ja richtig was los. Jujevon und welche von der jungen Liga. Alle laufen so kreuz und quer. Hm. Da ist eine Sperre. Jetzt laufen wir mal links rum. Was haben wir hier? Versuch mal den Weg hier zu nehmen. Das ist doch der Geheimgang, den wir hier haben. Ah, versperrt. Okay, falscher Weg. Dann versuchen wir mal ganz außen rum zu laufen. Okay, erstmal Kampf. Episch oder nicht episch? Das ist jetzt die Frage. Okay, Yujevon-Typen. Also nicht episch. Ich denke mal, die werden wir ruckzuck weghauen. Aber die sehen irgendwie komisch aus. Die sind so grün. Hä, was ist mit denen los, ey? Haben die was Falsches gegessen? Ist denen schlecht? Und umfallen wollen sie auch nicht. Das ist auch nicht nett. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Genau, Juno. Immer drauf. 504, Alter. Langsam werden unsere Kämpferinnen aber wirklich stark. So. Combo-Attacke. Alle drauf. Zwei haben schon gereicht. Der sieht aber wirklich... Der sieht doch zombie-mäßig aus. Was ist denn los mit dem? Guck mal, der ist auch voller Blut und so. Hey, was ist hier los? Das ist auf jeden Fall nicht sehr gesund, wie die rumlaufen. Also muss man mal sagen. Die Körperfarbe ist auch nicht schön. Okay, wir gehen mal weiter. Oh, Barriere. Genau. So, dann laufen wir mal zurück. Dann müssen wir ja theoretisch... Pass auf, wir gehen mal zu der Barriere. Mal gucken, ob da irgendwas passiert. Wahrscheinlich aber dasselbe wie eben. Oh. Monster. Na, machen wir mal. So, und drauf. Was? Alle daneben? Nein, nicht ernsthaft jetzt, oder?
Ja, das Vieh macht natürlich Killer Blaster. War so klar, das war so klar, so ätzend. Item, Phönixfeder. Juna, komm. Fang, greif an, greif an. Der wird gleich wieder Killer Blaster machen. Der macht gleich wieder Killer Blaster. Ne, Feuer, Feuer. Okay, Feuer ist noch okay. Und jetzt alle drei zusammen. Oh, oh, oh. Komm, Angriffsrunde, Angriffsrunde. Down. Boah, Rico ist aber verletzt gewesen. Oder ist tot gegangen. Okay, die müssen wir jetzt heilen. Dann machen wir mit Vita am besten, oder? Weißmagie, Yuna, Vita. Und immer. Ah, müssen wir erstmal wieder heilen. Ja, können wir ein Item benutzen? Wir haben keinen Engel. Ich vergesse immer, dass rechts auch welche sind. Ich gucke immer auch. Oh, von Final Fantasy VI, das sind immer eine Reihe. Ja. Das waren zu viele Folgen Final Fantasy VI. Da ist X2 immer noch nicht drin, obwohl wir das jetzt schon so lange spielen. So. Hier ist auch Barriere. Okay, dann gehen wir mal rechts rum. Hier ist Sackgasse. Aber Donner hat uns ja auch den Tipp gegeben, es gibt einen Geheimweg über den Bäumen. Oder über die Bäume. Oder auf den Bäumen sollen wir laufen. Also, wir speichern mal. Sicher, sicher. Speichern, speichern. 100 und raus. So. Es muss also irgendwo einen Weg geben. Donna said there was a hidden path. Stimmt. Walk the treetops. Okay. Wir mussten also erst alle Barrieren ansprechen und alle Wege abklappern und dann kam der hier. Okay, 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 okay. Gleich drauf, gleich drauf, gleich drauf. So, und jetzt haut jetzt gleich sofort Killerblaster raus. Nein, natürlich. Ey, das ist doch so ein Affe. So ein Scheißvieh. Item. Phönixfeder. Als nächstes gleich Eisgar. Komm, alle drauf, alle drauf. Und weg. Dann wenigstens hatte ich mal nur eingekillt und alle kriegen XP am Ende. Das ist ja auch etwas. Wäre Rico im letzten Kampf nicht draufgegangen, wäre sie schon Level Up wieder. Naja, dafür im nächsten dann. Das geht schon. Das werden wir schon irgendwie überleben. So, mal sehen. Wir sind durch. Da ist die Treppe zum Tempel von Killika. So, wir müssen rauf. Können wir irgendwie helfen? Es tauchen unermüdlich Monster auf. Ja, wir sind schon da. Das sind doch irgendwelche Zombies oder so. Das sind doch keine normalen Typen mehr. Klar sind das Zombies oder so. Guckt euch die mal an. Vor allem, wie lange will der bitte überleben? Ich wollte gerade. Ey, der hat zwei komplette Runden ausgehalten. Der ist weg. Sehr schön. Und jetzt den letzten. So, komm schon, gleich drauf, gleich drauf, gleich drauf. Damit er, jupp, damit er nicht nochmal auf die Idee kommt anzugreifen. Weg ist weg und Level aufgestiegen. Wiko ist Level 26. Schön. So, damit sind sie wieder beide. Also Pain und Rico, Yuna ein Level voraus. Und wieder ein Kampf. Und wieder gegen die. Das gibt's doch nicht, ey. Was ist mit denen? Ich meine, okay, die mögen uns ja sowieso nicht mehr so unbedingt. Das wissen wir ja mittlerweile, aber... Dennoch sehen die echt komisch aus.
Yuna hat Magiebrecher erlernt. Schön. Das haben wir auch gut gebrauchen. Zwar nicht jetzt gerade in dem Kampf, aber allgemein können wir das sehr gut gebrauchen. Das war ja, solche Sachen war ja in Final Fantasy X immer die Spezialität von Orwell. Magiebrecher, Panzerbrecher, Kraftbrecher und. Die ganzen Abilities waren ja seine Aktionen. Wacker war ja eher für blind und so. Mit seinem Blitzballwurf da. Blindhieb oder wie? Nee. Blindhieb? Ist das Blindhieb? Ich glaube ja. Ja, Freunde, da hat sich eine Menge getan. Wobei, Rico ist Rico geblieben, ja. Yuna hat andere Klamotten an. Und Pain ist so der Ersatz für Lulu. Würde ich mal sagen. Macht zwar jetzt nicht magiemäßig, aber vom Aussehen her. Ja, die Gruft, die Frau ist dabei. Hier geht's aber richtig hart ab. Shit. Es wird eng, Freunde. Es wird eng. Die Mission ist gestartet. Wollen wir mal sehen. Besiege die Monster aus dem Tempel. Erledige sämtliche Monster, die aus dem Tempel kommen und bring Ordnung in die derzeitige Lage. Ziel, besiege alle Monster, die auftauchen. Okay. Die machen das aber eigentlich ganz gut. Das Shinra. Shinra, ich weiß, dass es hier gefährlich ist, aber ich will das Berophon installieren. Okay, dann macht das man. Und wir gehen in den Tempel. Ah, hier sind noch zwei Türen. Wollen wir reingucken? Die Leute drin werden alle evakuiert. Achso, okay. Dann macht mal Platz. Das hohe Medium kommt. Die Besiegerin Sins. Da ist Braskas Statue. Die Statue von Yunas Vater. Können wir da hingehen? Können wir. Wir können ja auch nochmal speichern. Yeah, cool. Und immer drauf, immer drauf. Immer noch einen neuen Spielstand. Warum auch nicht? So, und raus. Wir können leider die Statue gar nicht anklicken. Wer hätte gedacht, dass diese Geräte im Tempel benutzt werden? Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Das sind Geräte, die wir vom Bewell her beordert haben. Ich hoffe, wir können damit das Schlimmste verhindern. Na, dann wollen wir mal sehen. Erstmal gehen wir rein. Der Tempel von Kilika. Runterfahren. Der Tempel von Ifrit. Vor allem. Oh, das sieht nicht gut aus. Was ist hier los? Jedes Mal, wenn wir weiter ins Innere vordringen wollen, gibt es Opfer. Wir haben alle Hände voll damit zu tun, diese Position zu verteidigen. Okay. Der ist schon verletzt. Meine Truppe ist... Ich habe sie verloren. Shit. Dann gehen wir mal rein. Na? Wer ist das denn? Den kenne ich ja gar nicht, Alter. Angriff Deva. Dann wollen wir mal. Hast. Deva macht Hast. Nein, das ist natürlich nicht so gut. Komm, gleich drauf, gleich drauf, gleich drauf. Hast wollen wir nicht. Hast wollen wir nicht. Okay, der ist weg. Tja. Hat uns nicht unbedingt Schaden zugefügt. Aber dass er Hast zaubert, ist schon fies. Bartello! Bartello? I'll be okay. The fiends? We're holding them off. Somehow. They're coming from inside. One after another. If the fiends reach the town, they'll reach Donna! They won't. Thanks. Donna wants to see you. Well, she didn't come right out and say it, but you can kind of tell. I want to see her too. Even if we believe different things, I'll always feel the same about her.
The time of the summoners may have passed, but I will always be Donna's guardian. I live only to protect her. And you can say that with a straight face? Donna! Gut. Tja, wir haben Bartellos Einstellung gehört. Was erwartet uns da drinne, Freunde? Wir gehen mal einen weiter. Schon wieder so ein Deva-Typ. Okay, wird er gleich wieder mit Hass anfangen? Mal sehen. Wie weit sind unsere... unsere Angriffe sind zumindest schon so gut wie fertig. Und gleich drauf, gleich drauf, gleich drauf. Immer gleich gib ihm, immer gleich gib ihm. Er fängt sofort wieder an mit Hass. Und da ist er down. Solange die das so machen, ist das okay. Damit können wir leben. Das Feuer verschwindet. Überall, wo dieses blaue Feuer ist, sind ein Monster. Das ist Bartello. Bartello, nachdem das Monster besiegt war, ist eine blaue Flamme erloschen. Die benutzen die Flammen bestimmt, um den Weg zu versperren. Ja, das kann natürlich sein. Das ergibt auch Sinn, Bartello. Das heißt, wir haben hier drei Gegner, die wir besiegen müssen. Okay, Freunde. Das klingt nach einer harten Aufgabe. Aber die werden wir erledigen. Wir werden alle Monster besiegen. Und mal gucken, ob im Inneren dein Ifrit wartet. Aber das und mehr in der nächsten Folge von Final Fantasy X2 HD. So, Freunde, das war Final Fantasy X2 für heute. Und wir sind im Tempel von Felica angekommen, nachdem wir uns durch den Wald gemogelt haben, über die Bäume. Hey, wie so Affen haben wir uns darüber den Weg freigemacht. Aber egal, Hauptsache wir sind drin. Und wir haben ein paar neue Gegner kennengelernt, vor allem Deva. Deva war jetzt nicht unbedingt das Problem, weil er nie angegriffen hat. Wir durften immer sofort angreifen, dann hat er auf sich selber Hass gezaubert. Und dann, ja, war er auch schon tot, hat ihm Hass nicht geholfen. Aber wer weiß, was passiert, wenn Hass noch mal geht. Na, das finden wir in der nächsten Folge heraus und wir gucken mal, ob wir auf Ifrit treffen. Und damit die Monsterplage aufhalten. Aber das und mehr in der nächsten Folge von Final Fantasy X2 HD. Also bleibt dran, haut rein, euer Jardi. Ciao.